Ah, das verlässt er ja eben. Was ist das für ein Kollege? Ja, aber ja. Also genau, die erste Frage, hast du noch immer Schmerzen im Körper, Rücken wieder so? Nein. Oder hast du Krankheit, die man nicht sieht, irgendetwas auf dem Sport? Ist alles gut, okay. Wir erleben immer, wie es heilt, weißt du, durch ein kurzes Gebet, das kostet nicht. Und hast du die gute Nachricht da? Das hast du schon gesehen? Darf ich kurz erklären, die Zeichen, ist gut? Das Herz bedeutet, Gott liebt dich, er hat einen Plan für dein Leben, er hat ja uns geschafft, zum Beziehen mit ihm, hat dich wollen. Das ist mega unter Zeitdruck. Hoffentlich wartet es auf dich, gell? Und das Zweite ist, es hat eine Trennung zwischen Mensch und Gott. Und zwar, darum haben wir all das Leid auf dieser Welt. Weißt, Krieg und wir auch verletzen uns ständig, oder? Warum ist das so geworden? Wie? Eifersucht, ja genau. Aber warum ist der Mensch so egoistisch geworden und so? Kennst du die Geschichte von Adam und Eva, oder? Die haben sich eigentlich Satan unterworfen, seine Natur übernommen, weißt du, egoistisch. Und wir natürlich auch, weil wir von Adam abstammen, oder? Drum. Und mit dieser Natur können wir nicht mit Gott beziehen. Mit Sünde kannst du nicht in den Himmel, ins Reich Gottes, das geht gar nicht, oder? Und darum brauchen wir Rettung, oder? Wir brauchen Rettung. Gott hat die Rettung geschaffen. Was hat er gemacht, um uns zu retten? Dass wir die Ewigkeit nicht in der Hölle machen. Ja, genau, komm mal. Ja, genau. Gib mir 5, yes. Ja, Jesus ist dein Retter und mein Retter. Er hat uns geschaffen. Er hat uns, alle Sünden von uns hat er in Jesus verurteilt. Und darum muss es uns nicht mehr anrechnen. Gott ist ja gerecht. Er kann nicht einfach Schwamm drüber einfach so gnädig sein. Seine Gnade, die er hat, hat seinen Preis gekostet. Er hat seinen einzigen Sohn geopfert für uns, weil er dich so liebt hat. Ja. Und in dem Moment, wenn du es annimmst, wird es auch Realität, weißt du? Weil durch das, dass Gott jeden Menschen gerettet hat, heisst nicht, dass sie alle das angenommen haben auch, weißt du? Sie ist erst dann wirklich gerettet. Du bist erst gerettet, wenn du das Geschenk auch annimmst, oder? Wenn du Jesus annimmst und sagst, ich vertraue auf dich und glaube an dich und du bist mein Retter, mein Herr, gebe mein Leben dir, ist das gut? Gib dir ein Kärtchen mit, das ist ein mega cooles Bild da. Das ist eigentlich veranschaulichen, dass die ganze Welt geht unter, oder? Also weißt du, die wird zu Grund gehen, aber Gott schafft neue Himmel, neue Erde und will, dass wir mit ihm die Ewigkeit verbringen, oder? Im Paradies. Und was ist die Brücke? Das, was du gesagt hast, genau, ja. Genau, Jesus, sein Werk am Kreuz, ist eigentlich die Lösung, die Rettung. Da können wir einfach in dem, dass du über die Brücke gehst, eigentlich in dem, dass du Jesus sagst, du bist mein Retter, ich vertraue allein auf dich. Gib dir das mit, dann kannst du in aller Ruhe. Ich hoffe, dass du noch Kollegen noch verwünscht ist. Also, schöne, gell? Tschüss. Ciao.